Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde der gepflegten Abendunterhaltung. Ich bin's wieder, euer Dume. Willkommen zurück zu Let's Play Fußballmanager 2012 Karrieremodus. Aktuell FC Augsburg. Ja, wir sind im letzten Part sind wir Trainer beim FC Augsburg geworden. Und uns erwartet eine Menge Arbeit. Und mal schauen, vielleicht schaffen wir es ja besser zu werden als Augsburg aktuell. Ist ja jetzt kurz vor Schluss. Ist, welcher Spieltag ist denn jetzt, glaube ich, der 16.? Nee, Quatsch. 15.? 16.? Nee, 15. müsste, glaube ich, sein. Bin mir jetzt gerade gar nicht so sicher. Ist ja egal. Auf jeden Fall besser als Augsburg jetzt. Ist ja jetzt zwei Spiele vor Schluss. Und ja, sind ja Tabellenletzte und vielleicht schaffen wir es ja in unserem Let's Play besser dazustehen. Und ja, das Erste, was wir jetzt machen werden, ist erstmal die Verträge und... Ach du Heilige! Okay, uns erwartet noch mehr Arbeit, als ich gedacht habe. Und zwar, alle Spieler, die gelb sind, von denen läuft der Vertrag aus. Also... von der ganzen Mannschaft eigentlich. Okay, das könnte interessant werden. Hier müssen wir uns auf jeden Fall nochmal hinsetzen und mit ein paar Spielen verlängern. Okay, das wird echt hart. Was ich eigentlich machen wollte, ist die Kaderanalyse. Die ist sehr wichtig. Ja, genau, Raute-System. Das ist auf das Spielsystem, auf das ich mich festlegen will eigentlich, was ich am liebsten spiele, 4-4-2 im Raute-System. Das ist hier der 4-1-2-1-2-System und dann 4-2-2 passt eigentlich auch. Das ist eigentlich mit 2-6er müsste das eigentlich sein, ja. Das ist eigentlich ganz gut. Ihr Co-Trainer Christian Forkel wird eine Woche brauchen, um die Kaderanalyse zu erstellen. Seine restliche Arbeit wird in dieser Zeit... Sein Rest wird ein. Okay. Ja, was das ist, das werdet ihr noch sehen. Ja, weil es schwer zu erklären ist. Okay, was wir als nächstes machen, auf jeden Fall, ist erstmal im Kalender. Und zwar ein paar Testspiele. Ist ganz wichtig. Starten wir mal gleich gegen die Stuttgarter Kickers. So, was haben wir denn hier noch so, was wir anbieten können? Carl Zeiss Siena? Ja, wieso nicht? Nehmen wir auch mal mit. So, dann wieder ein bisschen Pause. Nochmal ein Spiel hier. Haben wir vielleicht nicht mal einen aus der dritten Liga, sondern ein bisschen höher an. Das wäre ganz cool. Ja, anscheinend nicht. Hm. Vielleicht hier? Natürlich nicht. Lok Leipzig, interessanter Verein. Spiele ich, ja. Ja. Ja, okay. Scheint so, als ob keine guten da wären. Okay, machen wir einfach nochmal. Fahren wir ins Trainingslager am besten. Trainingslager. Ja, schon wieder ein kleiner Cut. Entschuldigung. Ich denke und stark. Nee, da denke ich mal, wenn wir nach Sylt fahren, bietet sich eben an, ist zwar relativ teuer, aber naja, gut. Bisschen sehr teuer, wa? Gehen wir ein bisschen runter, fahren lieber nur 7 Tage hin. Bringt eigentlich alles mit, was man braucht. Ist eigentlich ganz gut. Ja, wollen wir. Fahren wir nochmal ein bisschen nach Sylt, testen uns dann nochmal. Vielleicht gegen Chemnitz. Und dann sollten wir eigentlich schon gut drauf vorbereitet sein. Stuttgarter Kickers, Karl Zeiss Jena und Chemnitz FC. Ja. Nicht Gegner unbedingt, die auf unserem Level sind, aber nur gut konnten wir jetzt nicht machen. Ja. 3 ihrer besten Spieler laufen aus. Da sehe ich deutlich mehr als nur 3. Da werden wir uns auch drum kümmern, auf jeden Fall. Kümmern wir uns erstmal um die Aufstellung und auf die Taktik. Ich werde jetzt erstmal die Trainingsziele alle einstellen.
Und zwar nur wichtigste Position mache ich da immer und dann eben das schlechteste, die schlechtesten 5 Sachen nehme ich dann raus und lasse die verbessern bis Stufe 5, aber das werde ich jetzt ein bisschen offscreen machen, weil das würde dann doch deutlich zu lange dauern. Sitzt man gut 5 Minuten locker dran und ich glaube, das ist nicht so schön für euch, wenn ihr das die ganze Zeit seht. Ein und den gleichen Screen, bloß andere Spieler und ja, mache ich das schnell offscreen. Bis gleich! Und da bin ich auch schon wieder. Es hat doch ein wenig länger gedauert, als ich gedacht habe. Und das ist mein Handy. Wunderschön. Das war jetzt nicht so toll. Moment kurz. So, wieder da. Entschuldigung für die kleine Unterbrechung, aber konnte ja keiner mitrechnen, dass ich auch noch, dass mein Handy auch noch klingelt. Ja, während des Durchsehens von den ganzen Spielern ist mir schon klar geworden, so habe ich schon einen kleinen Einblick bekommen in die Mannschaft und schon mir so ein bisschen bewusst geworden, okay, den könntest du mal ausleihen. Ja, das ist ein Talent, das ist ein Talent und so weiter und so weiter. Übrigens, falls ich es vergessen habe zu sagen, das ist ein interaktives Let's Play, das heißt, ihr dürft auch mitbestimmen, was hier gemacht wird und ihr dürft Tipps geben und so weiter. Ja, hier haben wir schon mal die 3, besser gesagt 4, unseren guten Ioannis Gelios. Dem würde ich gerne ausleihen, genau wie Marco Tiede, Mike Ude, Thomas und Thomas Steinherr. Die werde ich auf jeden Fall ausleihen, denn ich glaube nicht, dass die bei mir spielen werden und sind ja noch relativ jung und die können alle Spielpraxis sammeln und deswegen würde ich die jetzt mal gerne anbieten. Verkaufen? Nein, ich will die nicht verkaufen. Verrückt. Ah, garantiert, weil der Vertrag ausläuft, ne? Ah, das ist blöd. Das habe ich befürchtet. Ja, ja, ja. Blöd. Das ist jetzt blöd gelaufen. Ja, gut. Aber ich denke mal, er ist ein ganz talentierter. Aus ihm kann auf jeden Fall was werden. Ich denke mal, seinen Vertrag werden wir jetzt einfach mal spontan verlängern und werden ihn dann ausleihen. Sollte ja kein Problem sein. So, ich erwarte nicht, dass dann der erste Mannschaft spielt. Ja, kurz und knapp, ne? Ist Fakt. So, seine Auflaufprämie passt eigentlich alles so. Hier kriegt vielleicht noch ein bisschen mehr Gehalt. So, jetzt sind wir. Ja, das Gesamtwert ist eigentlich ganz machbar. Ich denke mal, das sollte er schön annehmen. Und genau wie Marco Tiede. Ich denke, ihn kann man auch ausleihen. Bei Verlängern, ne? Das ist so eine Sache bei ihm. Ist ja auch schwach, ich glaube. Ja, lehnt auch ab und ist schwach. Ich glaube, das wird nichts. Es wird leider nichts werden mit dir und mir. Aber ich denke mal, die beiden haben auch keinen. Obwohl, der ist 17. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass einer von denen das Zeug hat, sich in meinen Verein durchzusetzen, da ich auch keine zweite habe. Wenn nicht, hätte ich gesagt, okay, für die zweite Mannschaft ist es ja schon was ganz Schönes, aber kann ich mir nicht vorstellen. Ja gut, dann ändern. Ja, müssen wir ich leider verkaufen. Obwohl, warte, wir ändern das hier mal kurz. Ändern minimal 0, damit es ein bisschen runter aussieht. So, ja, Mike Ude, du hast auch leider kein leichtes Los gezogen. Darf sogar ablösefrei gehen. Vielleicht können wir dich auch noch irgendwo unterbringen. Nee, für dich sehe ich auch leider schwarz. Thomas Steiner, genau, dich auch noch. Obwohl, die können wir vielleicht sogar ausleihen. Vielleicht ein Red Bull? Ja, ich übernehme sogar das Gehalt, weil ich glaube nicht. Obwohl, warte mal, wen haben wir denn hier so als Regionalliga West? Sind alle nicht interessiert, aber was sagt ihr dazu, wenn ich das Geld übernehme, hä? Oh, sind sie aber noch nicht interessiert.
Ja, doch, jetzt. Okay, konnten wir dich unterbringen. Ich weiß zwar jetzt nicht genau wo, aber na gut, ist jetzt nicht ganz so schlimm. Ja, hier muss ich mal gucken. Ich muss den Kader auf jeden Fall verkleinern. Der ist mir definitiv zu groß. Das wird ein sehr schweres Let's Play. Aber kümmern wir uns erstmal um die Taktik, würde ich sagen. So ausgeglichen, pass auf, wir sollten auf jeden Fall nicht zu offensiv spielen, weil das kann in dieser Liga nur eine Hose gehen, weil wir sind definitiv die schlechteste Mannschaft. Also ich würde sogar fast sagen defensiv, aber ausgeglichen kommt schon ganz gut hin, ja doch. Konter, ja, ich glaube, darauf sollten wir auch setzen. Das könnte unsere große Stärke werden, dass wir kontern. Müssen wir dann eben natürlich trainieren. Abwehrreihe mit Abseitsspiel, nee, lieber nicht. Das ist mir zu riskant. Und Angriffsspiel, passt eigentlich alles. Okay, variabel, so können wir jetzt nochmal detailliert gucken. Das heißt, noch ein bisschen schöner einen kurzen Pfosten, da will ich auch, dass gemischt ist. Einsatzmittel passt auch, eigene Hälfte angreifen, Abwehrreihe normal mit Konter spielen, Abstöße variabel. Spielmacher würde ich dann doch gern den Daniel Bayer haben, der das Ganze macht. Individuelle Anweisungen, das muss ich auch nochmal machen. Am besten mache ich das gleich. Ja, das stelle ich dann auch nochmal kurz ein. Auch kurz nochmal offscreen. Und wir sehen uns gleich. Und da bin ich auch schon wieder. So, jetzt eine ganz grobe Übersicht. Was ich hier gemacht habe, seht ihr ja schon. Die zwei normalen Mitvorstöße sollen nicht flanken, heißt also nicht über die Außen gehen. Die sollen lieber in der Mitte bleiben und hier auf die Kopfwelle warten. Hier kreativ, Bayer natürlich Spielmacher, hält ab und zu mal einen Ball, wartet bis die anderen mit vorgerückt sind und dann spielt dann die entscheidenden Pässe. Roddick bleibt normal eben und Tacklings, dass er schon mal davor alles abräumt. Natürlich die Innenverteidiger, ehrlich gesagt, keine Vorstöße. Keine Vorstöße, weil es ja eben riskant ist, wenn der Verteidiger mit nach vorne läuft und ja. Hier auch das gleiche über den Außen, aber keine Vorstöße. Also die dürfen auch ab und zu mal mit nach vorne, wie auch immer. Und ja, vielleicht soll ich nochmal gucken, vielleicht mit Standards nach vorne. Wenn die richtig guten Kopfball haben, dass vielleicht einer von denen nach vorne geht, aber es sieht eher nicht so aus. Ja, das lassen wir so. Ja, Laufwege habe ich auch nochmal schnell gemacht. Hier. Ich denke mal, ist alles klar. Und ja. Ich denke mal, okay, dann ist das jetzt unsere Taktik. Jetzt habe ich nicht auf die Uhr geachtet, natürlich wieder, wie lange ich aufgenommen habe. Ich sage einfach mal, wir nehmen noch ein wenig auf. Wir dürfen ja knapp bei 10 Minuten, wenn überhaupt, sein. Gute Sache. Viel Arbeit. Schauen wir aber erstmal hier alles an, so Mentoren, Konditionstraining ist klar, das wird jetzt gemacht. Mitarbeiter, ja, ich bevorzuge es mit zwei Co-Trainern zu arbeiten, da 4-4-2, ja, passt. Da man eben seine Spieler verbessern kann und alles und ja, gebe ich eigentlich mal relativ lange Verträge, ist geil. Passt eigentlich auch. Obwohl, gehen wir mal auf Nummer sicher und machen akzeptabel. Gucken wir nochmal, was brauchen wir denn noch? Amateurtrainer haben wir, Jugendtrainer haben wir, Torwarttrainer haben wir auch. Mannschaftsarzt wäre noch ganz cool. Wir haben ja hier solche Langzeitverletzten. Nehmen wir doch hier auch mal ein paar. Obwohl es eigentlich auch reicht, wenn man bei denen auf macht, weil meistens entscheiden sie sich dann auch für den Verein. Psychologe kann ganz wichtig sein. Also könnt ihr euch mal zeigen, wenn man hier macht, kann das auch sein. Also ist auch eigentlich gut möglich, dass die dann zu einem kommen. So. Pressesprecher. Scouts, ganz wichtig. Die hätte ich fast vergessen. Scouts sind ganz wichtig. So, nehmen wir uns hier einfach mal talentierte Scouts. Und binden die einfach mal ein bisschen. Deutschland hier, den nehmen wir auch mit. Christian Fink.
So, wen haben wir denn hier noch? Realistische, echte Verstärkung. So, hier den Österreicher nehmen wir noch mit. Dann hier den anderen Österreicher nehmen wir auch noch mit. Unsere Österreicher sollen ja auch ein bisschen vorkommen. Vielleicht haben wir auch noch einen Schweizer, einen guten. Ja, das ist doch wunderbar. Da haben wir sie doch alle vertreten hier. So, jetzt haben wir ein relativ gutes Scouting schon mal. Rechtsanwalt brauchen wir, glaube ich, nicht. Psychologen. Masseur wäre auch nicht schlecht. Nehmen wir doch hier mal den... Ja, den... Wir entscheiden uns ja mal für Bastian Müller hier, ne? So, was brauchen wir noch? Masseur, Psychologe hier war doch irgendwie... Einer, den ich noch haben wollte. Ah, Fitnesstrainer haben wir doch. Den wollte ich auch noch mit haben. Sollte natürlich auch meine mein System spielen am besten. Was hier natürlich nicht der Fall ist. Hier haben wir es doch. Perfekt. Sie haben bereits einen anderen Mitarbeiter. Ach so, okay, habe ich schon gemacht. Das ist gut. Habe ich gemacht. Okay. Weiß ich jetzt nichts von, aber naja, gut. Nicht ganz so schlimm. So, Mentoren machen wir mal schnell. Stellen wir mal ein. Das geht eigentlich auch recht fix. Warte, Moment, ich gucke erstmal hier durch. Gute Talente. Also richtig starke Talente. Die gönne ich schon mal in der D-Jugend oder so. Welche. Mentor zu haben, aber sonst, wenn keine besonderen dabei sind, dann nehme ich eigentlich immer die... Oh, der sollte auf jeden Fall gefördert werden. Hier, Gerrit. Er könnte eine für nächstes Jahr sein. Der kriegt auf jeden Fall großartig, das ist gut. Und, wen kriegst du denn? Ach, du kriegst ja unseren Daniel Bayer. Obwohl, nee, sollte ja schon deine Position entsprechen. Ach, ich denke mal, David, das passt. So, gehen wir mal schnell durch von oben nach unten. Mache ich auch schnell offscreen. Ich gebe jeden einfach nur einen guten Mentor. Also der passt. Und ja, bis gleich. Da bin ich wieder. So, wir haben jetzt mal ein bisschen ausgestattet, wie ihr hier seht. Und ja, haben wir das mal schnell gemacht. Außer ihnen. Und für ihn gab es keinen passenden Mentor. Aber das ist nicht allzu tragisch jetzt. Wenn einer mal nicht hat. Gucken wir nochmal schnell, wo wir insgesamt stehen. Auf Platz 17 der Bundesliga, aber ist auch Anfang der Saison, da kann sich noch viel ändern. Gucken wir nochmal schnell, wo unsere Jugend überhaupt spielt. A-Junioren 2, also Liga 2, das ist ganz gut. Die B-Jugend denke ich dann auch. Oh nee, die spielt sogar in der ersten Liga. Das ist sehr gut. C auch in der zweiten Liga und D auch 2. Also von unserer B-Jugend können wir... sehr, sehr, sehr viel lernen. Also da werden Top-Talente durchgehen. Sieht man auch, dass sie fast genauso stark sind wie meine A-Junioren. Weiß man schon mal, was man von halten kann. So haben wir das schon mal gemacht. Fit sein, Konditionstraining, das kommt ja alles, das ist klar. Scouts sind wir auch gerade dran. Songziele sind klar. Ich denke mal, da machen wir an der Stelle auch Schluss und wir sehen uns im nächsten Part. Dankeschön fürs Zuschauen, ich bin's, euer Doom, bleiben Sie sportlich und it's on!